Vielleicht, Thomas, dass du jetzt einfach mal deine Erfahrung schilderst. Was heißt es, Covid-19-Patienten zu behandeln? Was heißt das für die Angehörigen? Was heißt das für das medizinische Personal? Ist das eine kleine Grippe oder ist das was Schlimmeres? Genau, mit dieser letzten Frage zu beantworten, es ist sicherlich keine normale Grippe. Das hört man ja immer weit verbreitet von Covid-Leugnern. Es ist ja nichts anderes als eine Grippe. Und bei der Grippe sterben auch jedes Jahr Tausende in der Grippesaison. Das stimmt, aber trotzdem ist die Sterblichkeit bei Covid-19 ungefähr 10-mal höher als bei der Grippe. Und das ist also schon eine Nummer, wo man sagen muss, das ist durchaus nennenswert. Also wenn man mal Zahlen nimmt von 10.000 Patienten, das ist die Infektionsrate, die wir vor 2 Wochen hier hatten. Jetzt sind wir auch schon bei 15.000 pro Tag in den Niederlanden. Also nehmen wir mal an, 10.000, das lässt sich einfach rechnen. 1% davon landet auf der Intensivstation. Das sind also 100 Patienten pro Tag, die auf der Intensivstation landen. Die werden aber nicht 3 Tage später wieder entlassen, üblicherweise, sondern die liegen da 2 bis 3 Wochen. Das heißt, das Ganze stapelt sich auf. Jeden Tag 100 neue und ungefähr 50% davon versterben. Also von denen, die auf der Intensivstation landen. Das ist also eine durchaus nennenswerte hohe Sterblichkeit, die ja, zu Zahlen führt, die wir bei der Grippe einfach nicht sehen. Also ich lade jeden ein, der sagt, das ist ja nur eine Grippe, mal einen Tag mit mir auf der Intensivstation mitzulaufen und diese Patienten anzugucken, die schwerste Lungenschäden haben, die schwerste Organversagen haben, Gerinnungsstörungen. Also das sehen wir einfach nicht bei den Grippekranken, auch diejenigen, die auf der Intensivstation landen. Das ist schon eine andere Nummer, eine andere Dimension. Ja, das kann man einfach nicht vergleichen. Ja, was soll ich sonst erzählen? Ich meine, von der ersten Welle haben wir natürlich sehr viel nach Deutschland geguckt, weil Deutschland ein bisschen ein Vorbild war aus niederländischer Sicht. Deutschland war schon sehr früh eigentlich betroffen nach Italien. Als erstes europäisches Land mit Infektionen hatte dadurch auch schon einen Vorsprung an Erfahrungen und hat auch schon sehr früh viel getestet, viel mehr als wir das hier in Niederlanden konnten. Und außerdem hat Deutschland natürlich eine ganz andere Krankenhauskapazität inklusive Intensivbettenkapazität, als wir das hier in Niederlanden haben. In den Niederlanden haben wir ungefähr 9,7 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner. In Deutschland sind das 35, also 3,5-mal so viel. Und in Deutschland kann man das auch noch aufstocken auf 50 ohne weiteres. Das ist also 5-mal mehr, als wir hier haben. Und wir sind sowieso immer schon am Limit. Und wenn dann irgendwas dazukommt, selbst eine normale Grippewelle, dann läuft das bei uns schon aus dem Ruder. Und das ist natürlich im Frühjahr auch dann der Fall gewesen, sodass wir viele Patienten auch exportieren mussten nach Deutschland, weil wir einfach am Limit waren von der Kapazität her. Wie haben wir das innerhalb des Krankenhauses gelöst? Wir hatten also... Ich bin eigentlich Anästhesist, arbeite überwiegend in der Anästhesie, bin dann aber Vollzeit auf die Intensivstation gewechselt, wie viele meiner Kollegen, wie viele auch Hilfspersonal aus dem OP, weil unsere normale tägliche Routinearbeit im Krankenhaus ist völlig zum Erliegen gekommen. Wir haben also keine elektiven Patienten mehr operiert, wir haben nur noch absolute Notfälle operiert. Also alles das lag brach. Dadurch war natürlich auch Personal frei, um das Ganze zu ermöglichen. Wir haben unseren Aufwachraum beispielsweise als Beatmungseinheit umgewandelt. Wir haben selbst darüber nachgedacht, aber soweit ist es dann zum Glück doch nicht gekommen, unsere OPs als Beatmungsstation umzuwandeln, um da mit den Anästhesiegeräten auch die Patienten zu beatmen. Wie gesagt, soweit ist es dann letztendlich. Im April ist die Welle dann abgeflacht, Gott sei Dank, mit dem wärmeren Wetter nicht gekommen. Aber jetzt stehen wir wieder vor der Situation, dass wir diese steigenden Zahlen haben. Wir haben jetzt schon wieder 50% unserer Intensivkapazität voll mit Covid-Patienten. Täglich kommen mehrere dazu. Wie gesagt, 100 pro Tag, 150 pro Tag Neuaufnahmen auf die Intensivstation in Gesamt-Niederlanden.
das ist zu viel und wir haben nur keine etwa 1700 Intensivbetten in ganz Niederlanden. Kann man sich ausrechnen, wie schnell die voll sind. Mit alleinigen Covid-Patienten. Aber da werden wir nicht vergessen, es passieren ja auch weiterhin, selbst wenn man alle elektiven Operationen absagt. Wir haben zum Beispiel jetzt unsere herzchirurgische Kapazität drastisch reduziert. Das ist natürlich auch tragisch. Patienten, die eine Herzoperation nötig haben, auf der Warteliste stehen, kommen nicht mehr, können nicht mehr operiert werden. Tumoroperationen müssen aufgeschoben werden. Das ist natürlich diese Kollateralschäden, die man ja auch nicht vergessen darf. Also Menschen sterben ja nicht nur an Covid, sondern sie sterben auch dadurch, dass sie nicht mehr an ihrer normalen stattfindenden Erkrankung, an ihrem Herzinfarkt behandelt werden können, weil keine Intensivkapazitäten oder keine ärztlichen Kapazitäten da sind. Das darf man ja nicht, auch nicht dabei vergessen. Also selbst wenn wir alles runterfahren würden, wäre die Intensivkapazität nach jetzigen Berechnungen Ende November völlig ausgeschöpft hier in Niederlanden. Und wir stehen wieder vor der Situation, dass wir nicht wissen, wie wir die Patienten behandeln sollen. Gott sei Dank ist Deutschland ja bereit gewesen und auch jetzt wieder bereit, Patienten aufzunehmen. Und ich bin gestern noch gefragt worden, weil die Kommunikation oft hapert es dann, dass die niederländischen Familien sich nicht trauen, die in den deutschen Kliniken anzurufen oder Informationen über ihre Angehörigen zu kriegen, dass ich dann da zusammen mit vielen anderen deutschen Kollegen, die wir in den Niederlanden arbeiten, zur Verfügung stehe, um den Informationsfluss aufrechtzuerhalten, dass diese Familien auch weiterhin über den Zustand ihrer Angehörigen versorgt wurden. Wie sah der Alltag aus? Wir haben es also so organisiert, diese Patienten brauchen natürlich eine Rundumbetreuung, 24 Stunden pro Tag. Und das muss man also im Schichtdienst machen. Um die Anzahl der Schichten zu minimieren, haben wir uns entschieden für 12-Stunden-Schichten. Das sah also so aus, wir haben morgens um 8 Uhr angefangen, 12 Stunden auf der Intensivstation gearbeitet, 2 Tage lang. Dann hatten wir 2 Tage frei, dann 2 Tage Nachtdienst, wieder 2 Tage frei, 2 Tage Tagdienst und so ging das immer weiter. Das klingt natürlich eigentlich locker, aber 12 Stunden zum Ersten ist super anstrengend, weil man muss sich vorstellen, man muss diese Schutzkleidung tragen, diese FFP3-Masken, durch die es sehr schwierig ist zu atmen. Es ist körperlich anstrengend, man schwitzt, man kommt nicht zu den regulären Pausen. Das fängt beim Toilettengang an, wo man sich ja jedes Mal wieder umziehen muss, ausschleusen muss, umziehen muss, wieder einschleusen muss. Kaffeepausen und so weiter. Also man nimmt auch tagsüber viel zu wenig Flüssigkeit zu, das bei dem Schwitzen. Also es ist körperlich super anstrengend. Es ist auch geistig anstrengend, weil alle sehen gleich aus auf der Intensivstation. Alle haben diese Astronautenanzüge an, Masken. Man erkennt die Leute nicht. Man muss das also so Pflaster auf den Kittel kleben mit dem Namen drauf, damit selbst Menschen, mit denen man täglich zusammenarbeitet, kann man dann eben nicht mehr erkennen unter dieser Verkleidung. Also auch geistig wahnsinnig anstrengend. Man hört, versteht die Leute schlechter durch diese Masken, man sieht schlechter, die Brillen beschlagen und so weiter. Also das ist sehr anstrengend. Dann dieser Rhythmus, 2 Tage Tagdienst, 2 Tage Nachtdienst, ja, das ist, ich habe natürlich auch ein Alter mit Ende 50, ich habe meinen letzten Schichtdienst, das ist 20 Jahre her, dass ich das machen musste, das war allein schon anstrengend und dann nach 2 Nächten ist man wieder raus, da ist man gerade in dem Rhythmus, da muss man dann wieder in den Tagdienst, also das war auch körperlich wahnsinnig anstrengend. Kurzum, das hat dazu geführt, dass jetzt heute noch als Folge der ersten Welle etwa 20% unseres Intensivpersonals und das sind insbesondere die Intensivpflegekräfte zu Hause sitzen als Langzeiterkrankte mit Burnout und so weiter und Erschöpfungssyndrom. Als Folge dieser intensiven Arbeit während der ersten Welle. Das heißt, wir starten jetzt schon mit weniger Personal, gehen wir in die zweite Welle, als wir damals zur Verfügung hatten. Und das ist natürlich auch tragisch, weil es sind ja keine neuen Intensivkräfte dabei gekommen. Die gibt es nicht auf dem Markt und die sind auch nicht innerhalb von 3 Monaten auszubilden. Das dauert ja Jahre, so eine Ausbildung. Also
wir haben jetzt auch eine schlechtere Ausgangsposition noch als damals. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt mal euch mal Gelegenheit zu Fragen stellen geben sollte oder ob ich noch weiter erzählen sollte. Wenn ja, wäre ich dankbar. Ja, ich denke, das war schon mal sehr eindrucksvoll aus Sicht eines Arztes. Und ich denke auch, dass gerade das Thema Pflegekräfte mir immer wichtig ist. Wir hatten ja vor Covid-19 schon Pflegekräftemangel auf Intensivstationen und auch ansonsten. Und wenn man solche Schilderungen hört und dann Leute sagen, ja, wir warten doch mal, bis die Stationen voll sind, dann ist das sicher keine gute Werbung für diesen wichtigen Beruf. Deswegen fand ich das schon mal sehr wichtig. Aber die Frage ist, was haben die Journalisten speziell für Fragen an Thomas Scheren? Wer möchte was sagen, was fragen? Einfach die Stummschaltung aufheben und loslegen. Sonst, ja, frag ich vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob du das erzählen möchtest, wie das für die... Ach bitte, da meldet sich jemand. Wer ist das? Heike Korzelius vom Rheinischen Ärzteblatt. Hallo, Frau Korzelius. Hallo. Herr Professor Scheren, ich würde Sie gerne fragen, was Sie denn für Erfahrungen gemacht haben mit der grenzüberschreitenden Hilfe. Hat das alles gut geklappt oder gab es da besondere Schwierigkeiten? Weil das ist ja auch für die Angehörigen, denke ich, eine ungeheure Belastung, wenn dann ein wirklich schwer kranker, lieber Mensch dann hunderte Kilometer weiter weg behandelt wird. Wie sind Sie damit umgegangen? Ja, das, danke für die Frage. Das ist natürlich, also im Großen und Ganzen ist das sehr gut gelaufen. Aber dem geht ein Schritt voraus. Wir haben erstmal natürlich eine landesweite Umverteilung. Wir haben 7 Universitätskliniken. Wir sind ein kleineres Land als Deutschland. Das heißt, erstmal werden die Patienten innerhalb der Niederlande verteilt, um die Intensivkapazitäten so gut wie möglich auszuschöpfen. Als Beispiel hier in Groningen ist es so, ähnlich wie im Sauerland. Wir waren Insel der Glückseligen. Wir hatten hier kaum Infektionen in der Region, eben ähnlich wie im Sauerland damals. Aber unsere Intensivstation war trotzdem voll, weil wir sehr viele Patienten aus Limburg und aus Brabant, das sind die südlichen Provinzen in Niederlanden, wo eben die Welle am härtesten zugeschlagen hat, die erste Welle, von denen haben wir die ganzen Patienten übernommen. Und das sind natürlich auch 300, 400 Kilometer, 500 Kilometer entfernt von hier. Das heißt, die Patienten hatten auch innerhalb der Niederlande dieses Problem. Und da war es natürlich sehr viel naheliegender, jemanden aus Limburg, was weiß ich, Maastricht, nach Aachen zu verlegen oder da grenznah nach Deutschland, was für die Angehörigen viel einfacher ist oder viel näher ist als hier. Man muss sich aber auch vor Augen führen, dass natürlich Besuchsverbote galten. Die Patienten konnte man nicht einfach so besuchen. Und ich hatte, wenn ich den Fall mal erzählen darf, ich hatte ein Erlebnis, ja, es war ein Patient eben auch aus Limburg, der bei uns lag, seine Frau war auch erkrankt, lag auch in einem Krankenhaus in einem anderen Ort in den Niederlanden. Wir hatten diesen Patienten 3 Wochen ausbehandelt, er war also am Ende keine Steigerungsmöglichkeit mehr der Therapie, sodass wir uns entschließen mussten, die Therapie einzustellen, die Geräte abzuschalten. Tragische Entscheidung, die eben auch dazu gehört, leider. Nur war es so, dass natürlich im Normalfall wird die Familie dann eingeladen, um an diesem Sterbeprozess teilzunehmen. Das ging natürlich in diesem Fall nicht, weil die Frau, wie gesagt, selber erkrankt war und in einem anderen Krankenhaus in den Niederlanden lag. Der Sohn konnte sehr wohl kommen, der ist also gekommen. Aber die Frau, Ehefrau wollte natürlich auch an dem Ableben ihres Mannes teilnehmen. Und dann hat der Sohn mich gebeten, hat mir sein Handy in die Hand gedrückt und hat mich gebeten, diesen Sterbevorgang zu filmen oder live zu übertragen, sodass die Ehefrau daran teilnehmen konnte, wie das ihrem Wunsch entsprach. Und das habe ich natürlich, dem Wunsch habe ich natürlich nachgegeben und habe das gemacht. Aber muss man sich natürlich vorstellen, so ein Sterbeprozess, das ist ja nicht so, wie man es im Fernsehen sieht. Man stellt das Beatmungsgerät ab und innerhalb von 10 Sekunden ist die Nulllinie EKG und der Patient ist tot. So ist es ja nur im Film. Das ist ein Prozess, der durchaus eine halbe Stunde dauert. Und diese ganze Zeit musste ich also
filmen und die Frau fragt dann immer, ja, ist er denn noch da? Und ist er? Also das war auch emotional für mich, der seit über 30 Jahren im Geschäft ist, sehr bewegendes Erlebnis, was ich selber lange dran geknabbert habe, um das zu verarbeiten, diesen Prozess. Und gleichzeitig muss man sich vorstellen, zupft immer noch die Schwester an meinen Kittel und sagt, kannst du mal eben bei Bett 3 gucken und hier gucken? Ich sage, nein, nun eben gerade eben nicht. Ich muss jetzt hier eine Sterbebegleitung machen. Und naja, das sind alles Situationen, auf die man eigentlich nicht vorbereitet war und die einen doch auch persönlich sehr mitgenommen haben und beschäftigt haben und die man auch ja erstmal verarbeiten muss. Ne? Ja, Anno Fricke von der Ärztezeitung, Herr Professor Scheren, ich hätte eine Frage, wie Sie denn die Abwägung vornehmen zwischen Covid-19-Patienten und zum Beispiel akute am Herzen erkrankten Patienten. Also gibt es da irgendwie eine Art Triage oder hängt das einfach davon ab, wer im Bett liegt, der bleibt? Könnten Sie da vielleicht noch mal einen Satz dazu sagen? Naja, wer im Bett liegt, der wird natürlich nicht rausgeschmissen. Es geht jetzt mehr um die Neuaufnahme. Da muss man natürlich schon so eine Art Triage durchführen in dem Moment, wo man Knappheit hat, Bettenknappheit, und die ist hier eigentlich viel akuter eigentlich als in Deutschland, das hatte ich ja eingangs gesagt, wegen der viel geringeren Bettendichte. Also muss man diese Fragen stellen. Hier sind aber von jeher ganz andere Kriterien als in anderen Ländern etabliert und auch gesellschaftlich akzeptiert. Zum Beispiel der 90-Jährige, ich mache jetzt mal einen Extremfall, der 90-jährige multimorbide Patient, der Covid kriegt, der käme hier nicht mehr auf die Intensivstation, der käme nicht mal mehr ins Krankenhaus, der würde zu Hause Medikamente kriegen oder im Altenheim, wo er ist, und würde dort versterben. Und das ist auch so akzeptiert. Das heißt, hier sind immer schon andere Kriterien gewesen. Es kommt nur jemand auf die Intensivstation, der eine realistische Überlebenschance hat und nicht nur Überlebenschance, sondern eine Chance, ins Leben zurückzukehren mit einer adäquaten Lebensqualität. Das ist hier grundsätzlich anders als in Deutschland. In Deutschland habe ich wirklich Fälle gesehen, wo man sagt, naja, 3 Monate auf der Intensivstation und es wird sowieso, jeder weiß, es wird sowieso nicht kein gutes Ende nehmen. Und das gibt es hier sowieso, gab es von vor Covid nicht. Und insofern sind die Kriterien hier ganz anders. Hier ist auch sehr viel mehr evidenzbasiert, das heißt, auf wissenschaftlichen Resultaten, was ist nachgewiesen, bei welchen Gruppen hilft das und bei welchen Erkrankungen nicht. Das war natürlich das Problem, dass wir bei der ersten Welle, Covid-19 war für uns alle neu, wir wussten nichts über den Verlauf, wir wussten nichts über die Sterblichkeit, über die Komorbidität. Das heißt, die haben wir natürlich großzügig aufgenommen und dadurch eben die elektive Kapazität heruntergefahren. Und interessanterweise sind auch solche akuten Erkrankungen wie zum Beispiel Herzinfarkte, Schlaganfälle um ein Viertel zurückgegangen. Also die Notaufnahmen haben weltweit übrigens registriert, dass weniger Menschen mit diesen akuten Erkrankungen auftauchen. Ja, woran liegt das? Dass die Patienten vielleicht Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen, aus Angst, sich dann anzustecken. Denn es kann ja nicht sein, dass auf einmal 25% weniger Herzinfarkte oder Schlaganfälle auftreten. Das war auch eine interessante Beobachtung, die wir weltweit durchführen konnten, dass diese akuten Erkrankungen tatsächlich abgenommen haben oder zu weniger Krankenhausbehandlung geführt haben. Vielen Dank. Aber die Entscheidung, die Triage ist sehr schwierig und im Einzelfall nur zu treffen, anhand von Scores, die wir da haben. Herr Grabitz. Hallo, schöne Grüße aus Flandern. Ich wollte mal fragen, Sie haben ja sicherlich auch einen Blick sagen auf... Sagen Sie kurz, weil alle sich ja nicht kennen, Stuttgarter Zeitung. Herr Grabitz, ja, genau, ne? Stuttgarter Zeitung. Flandern ist Belgien, oder? Ja, aber ich bin Korrespondent in Brüssel. Also so, ich wohne in Tervuren. Ich wollte mal fragen, Sie haben ja sicherlich auch einen Blick auf die Zahlen in Belgien.
Ja, die ist ja noch dramatischer. Ja, welches Szenario, hier wird ja, also wenn man Fernsehen guckt, so die, da wird sehr, sehr munter über Triage diskutiert im Fernsehen. Und die Zahlen sind ja doch wirklich absolut dramatisch. Welches Szenario würden Sie denn für Belgien so für die nächsten 3-4 Wochen da sehen? Also was ich von belgischen Kollegen, mit denen ich in intensivem Kontakt stehe, höre, ist, dass sie heutzutage nicht mehr wie wir entscheiden, ob ich den 60-Jährigen oder den 70-Jährigen aufnehme auf die Intensivstation, sondern den 30-Jährigen oder den 50-Jährigen. Also das sind wirklich dramatische Verhältnisse, die wir uns gar nicht vorstellen können, so eine Triage treffen zu müssen, ist natürlich auch, ja, das sind ja Schicksale. Da sage ich zum 50-Jährigen, ich bin übrigens auch in den 50ern, also nein, du hast keine Chance mehr, oder ich gebe eher der 30-Jährigen Schwangeren eine Chance, die mit Covid erkrankt ist, weil da auch noch ein Kind mit im Spiel ist, als dir, und du gehst jetzt mal auf die normale Station, kriegst ein bisschen Sauerstoff und Aspirintablette und friss oder stirb, entweder du überlebst es oder nicht. Das ist natürlich dramatisch. Und das ist jetzt in Belgien schon der Fall. Das ist bei uns zurzeit noch nicht der Fall, aber das wird hier auch kommen. Und in Italien haben wir es im Frühjahr auch dramatisch erlebt. Da war das so. Ja, da musste man wirklich Menschen, konnte man keine Behandlungsoption mehr anbieten. Okay, vielen Dank. Weitere Fragen? Claudia Messen vom Sauerland-Kurier. Was ist denn, wenn diese ganzen Maßnahmen jetzt nicht greifen, der zweite Lockdown nicht dahin führt, was man sich erhofft? Wie geht es dann weiter? Das brauchen wir nicht zu diskutieren, weil die Maßnahmen greifen. Das ist eine Infektionskrankheit, die wird von Mensch zu Mensch übertragen. Und das A und O ist, diese menschlichen Kontakte zu beschränken. Also ein Lockdown ist immer wirksam. Das haben wir in Wuhan gesehen, wo die Situation dramatisch war. Die haben durch einen kompletten Lockdown das innerhalb von 2 Monaten aussterben lassen. Also die Maßnahmen, die wirken. Das Problem ist, die Menschen halten sich nicht dran. Die Kontakte werden trotzdem gepflegt und werden hintergangen. Und wenn jemand leichte Erkältungserkrankung hat, dann geht er trotzdem noch eben zur Arbeit, weil er doch fürchtet, seinen Job zu verlieren oder weil, ach, es ist ja nicht so schlimm. Und dadurch wird es eben weitergetragen. Es ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch. Und wenn wir die menschlichen Kontakte einschränken oder eben den nötigen Abstand halten, die Maske tragen, das sind alles wirksame und kostet übrigens nichts. Ganz billige Interventionen, die dazu führen, dass die Krankheit eingedämmt wird. Versammlungen meiden, Feiern meiden, Menschenansammlungen vermeiden. Das ist das A und O, wo wir uns jetzt aber wirklich konsequent dran halten müssen. Und zwar alle, ob jung oder alt. Und da können diese Jungen nicht sagen, ach ja, bei uns ist das ja nicht so schlimm. Bei uns wird das ja nicht so. Aber die übertragen es natürlich auch. Die bringen es mit nach Hause, stecken ihre Eltern und Großeltern an. Das ist das Problem. Die Schulen haben jetzt, wie ich höre, in Deutschland und auch hier Priorität, dass sie noch so lange möglich aufrechterhalten bleiben. Aber das sind natürlich auch Quellen von Übertragungen, wo Menschen dicht beieinander sitzen jeden Tag. Also da sollte man, finde ich, auch drüber nachdenken, ob das alles so sinnvoll ist, das so lange aufrechtzuerhalten. Meine Frau ist Lehrerin, arbeitet in Deutschland. Ich habe da ein bisschen Einblick, wie es da läuft. Und da ist wenig verändert im Hinblick auf oder wenig von dem Hygienekonzept, was eigentlich sinnvoll wäre, durchzuziehen aus logistischen Gründen. Also da ist noch sehr viel zu tun, auch von uns allen, auch im privaten Umfeld, wo sehr viele, der Löwenanteil der Infektion findet eben auch im privaten Umfeld statt, auf privaten Feiern, auf privaten. Heute trifft man den und morgen den, auch wenn es immer nur kleine Gruppen sind, aber dadurch verbreitet sich sowas natürlich dramatisch. Es ist nochmals eine Infektionserkrankheit, die von Mensch zu Mensch übertragen wird. Also wenn wir die menschlichen Kontakte eindämmen oder zumindest, wenn sie notwendig sind, die Hygienemaßnahmen beachten, also konsequentes Maske tragen und zwar vor allen Dingen in den Räumen. Und was ich
viel sehe, auch im Fernsehen, wenn jemand spricht, dann nimmt er die Maske ab. Nein, gerade beim Sprechen werden die Aerosole freigesetzt. Gerade beim laut Sprechen. Sie sind jetzt geschützt, weil ich nur gegen meinen Bildschirm hier spreche. Aber das sind die Momente, wo die Aerosole verspreitet werden. Also gerade beim Sprechen muss man den Mundschutz tragen. Gerade innerhalb von geschlossenen Räumen, nicht draußen. Also das muss viel konsequenter durchgesetzt werden. Wenn wir das konsequent durchhalten würden, dann wären wir bis Weihnachten wahrscheinlich über den Berg. Das ist mein Appell. Ja, kann ich nur absolut unterstreichen. Gibt es weitere Fragen? Ich hätte da vielleicht Herr noch Becker. Einen. Ja. Ja, Herr Becker vom Spiegel. Ja, guten Tag, Herr Professor Scheren. Es gibt ja auch diejenigen, die davor warnen, dass wenn man die Wirtschaft zu sehr lahmlegt, dass es dann langfristige epidemiologische Effekte gibt, die ja auch aus anderen Krisen gut dokumentiert sind, beispielsweise in Griechenland bei der letzten Wirtschaftskrise, dass man eben Dinge hat, wie dass die Suizidraten massiv steigen, dass natürlich auch ein Gesundheitssystem etwas ist, was finanziert werden muss, und wenn da dann die Mittel wegbrechen durch Niedergang der Wirtschaft, auch da man dann natürlich Anstieg in Mortalitätsraten an verschiedenen Ecken hat. Wo würden denn Sie sagen, wo wäre für Sie die Grenze erreicht, dass man sagt, solche Lockdown-Maßnahmen richten am Ende mehr Schäden an, als sie vermeiden? Das ist natürlich eine Frage, die an den Mediziner gerichtet nicht so gut zu beantworten ist. Ich bin, wie gesagt, kein Politiker. Ich kann nur sagen, dass ein Lockdown insofern sinnvoll ist, dass er die Infektionsausbreitung behindern kann. Natürlich gibt es Kollateralschäden, auch in diesem Bereich natürlich sehr groß, wie Sie angedeutet haben. Und natürlich wird es auch die sozial Schwächeren härter treffen als die gut Situierten. Ich zum Beispiel lebe hier mit meiner Frau in einem wunderschönen Haus mit Garten und so weiter. Also wir können einen Lockdown relativ easy und angenehm durchstehen. Wenn ich in einem Hochhaus in einer 30. Etage mit 7 Kindern in einer Dreizimmerwohnung hausen müsste, wäre das anders. Ja, dann könnte ich gewisse Dinge gar nicht einhalten. Also das sind natürlich auch soziale Geschichten, aber das ist, wie gesagt, etwas, wo ich mich als Mediziner nicht hier aus dem Fenster lehnen möchte. Ja, vielleicht darf ich eine vorsichtige Einschätzung zu dem Thema geben. Und ich bitte, das nicht misszuverstehen, aber das Stichwort Wuhan, was Thomas Scheren gesagt hat, ist ja auch in dieser Hinsicht interessant. Und nun ist China eine Diktatur und der wollen wir auf keinen Fall nacheifern. Aber es gibt auch Länder wie Neuseeland, Taiwan, Südkorea, die keine zweite Welle haben und die erste Welle auch schon lange hinter sich gelassen haben. Nun sind das alles Inseln oder Halbinseln, aber Irland ist auch eine Insel und Großbritannien ist auch eine Insel. Und trotzdem wütet dort das Coronavirus auch schlimmer als in Deutschland. Und das heißt ja auch, dass wenn man am Anfang konsequent durchgreift, mit durchaus harten Maßnahmen, mit sehr strenger Quarantäne, dass man dann nicht nur gesundheitlich weniger Schäden hat, sondern auch wirtschaftlich besser durch die Krise kommt. Und da haben wir, glaube ich, alle in Europa, der eine mehr, der andere weniger, natürlich die falsche Abwägung getroffen. Wir haben gesagt, Öffnung ist gut für die Wirtschaft und wir müssen jetzt mal ein Risiko eingehen. Aber auf der anderen Seite ist das, was jetzt passiert, natürlich für die Wirtschaft schlimmer, als wenn man am Anfang strenger durchgegriffen hätte und zum Beispiel beim Thema Reisen, das war ja im Sommer das Thema, oder beim Thema private Feiern, im Sommer ein bisschen mehr auf die Bremse getreten hätte. Also ich finde, das ist ein sehr relevantes Argument und ich bin auch massiv gegen Ausgangssperren, zumindest in Deutschland. Das kann man vielleicht manchmal nicht vermeiden, wenn das angesprochene Hochhaus ist, wo man allein im Treppenhaus schon 20 Leute trifft, bevor man auf der Straße ist. Aber die meisten Europäer leben ja nicht so, dass sie sich beim Weg vor die Tür infizieren. So, und deswegen muss man auch im Blick auf Selbstmordrisiko, Depressionen, Vereinsamung den Menschen das erlauben, was vom Infektionsgeschehen her
vertretbar ist. Und das ist auf jeden Fall vor die Tür gehen. Und das ist meiner Ansicht nach auch draußen, sich mit Abstand mit Leuten unterhalten. Da muss man eine Abwägung treffen. Und die Schulen sind halt auch aus dieser Abwägung her offen geblieben. Nur da stimme ich Thomas Scheren zu, da muss man dann auch noch bessere Hygienekonzepte haben. Und bei den weiterführenden Schulen, bei den größeren Kindern und bei den jungen Erwachsenen ist es sicher so, dass die das Virus auch übertragen. Es ist ja nicht so, dass sie das gar nicht übertragen. Bei Kindern ist es wohl so, dass sie es weniger übertragen. Aber trotzdem ist es eine Wertentscheidung zu sagen, Schule ist wichtig, um Vernachlässigung von Kindern zu vermeiden. Ich habe auch in der Zeit, als ich in der Praxis gearbeitet habe, mit dem Bruder Uli Scheren Hausbesuche gemacht bei Familien, die in schwierigen Wohnverhältnissen gelebt haben, wo die Kinder wenig Unterstützung hatten. Diese Kinder brauchen die Schule, um nicht komplett unter die Räder zu kommen. Das sind alles sehr wichtige Entscheidungen, die wir treffen müssen. Aber an anderer Stelle muss man eben auch sagen, um die Schäden durch das Virus zu vermeiden, müssen wir dann auf ein paar Sachen verzichten. Jetzt sind wir in der Lage, wo es wahrscheinlich nur mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kollateralschäden wieder geht. Aber ich glaube, wir hätten das auch über den Sommer anders hinkriegen können und hätten dann jetzt weder wirtschaftlich noch gesundheitlich diese Situation. Und das sollte uns einfach eine Lehre sein. Diese Überlegung für die Wirtschaft, ist es gut, wenn wir lockern, die ist jetzt mal die nächsten Monate mit Vorsicht zu genießen. Nur nochmal zur Klarstellung. Die Frage der Kollegin war, was, wenn der Lockdown nicht hilft? Und meine Antwort war aus infektiologischer Sicht, der Lockdown hilft immer. Der Lockdown hilft, die Krankheit einzudämmen. Das ist unstreitig. Ob das wirtschaftlich sinnvoll ist und was die gesellschaftlichen Folgen sind, das möchte ich gar nicht beurteilen. Aber infektiologisch gesehen ist ein Lockdown immer hilfreich. Herr Professor Scheren, zwei Sachen würde ich gerne ein bisschen genauer hören von Ihnen. Zum einen die jungen oder jüngeren Patienten, die Sie in der Notstation gehabt haben. Können Sie da mal beschreiben, wie da das Symptombild aussah? Und das Zweite, Sie sagten, dass 20% Ihrer Intensivpflegekräfte bei der ersten Welle so erkrankt sind, dass sie immer noch ausgefallen sind. Dass Sie das ein bisschen genauer sagen, was die Ursachen sind und woran die Kolleginnen und Kollegen leiden? Ja, um mit der zweiten Frage zuerst zu beginnen. Es war nicht während der ersten Welle, interessanterweise. Da haben alle maximal ihren Einsatz gegeben. Es war mehr danach, im Sommer, als die Leute ausgeschöpft, also ausgepowert waren. Sie konnten nicht ihren Urlaub, Erholungsurlaub antreten, wie das normalerweise geplant war. Hier in Niederlanden ist das ein reiselustiges Volk, fährt jeder weg. Das war in diesem Sommer nicht möglich. Das heißt, auch die Rekreationsmöglichkeiten waren nicht gegeben. Und dann die Frustration, ja, also am Anfang wurde geklatscht von den Balkonen, aber mehr kam eigentlich nicht als Anerkennung aus der Bevölkerung. Wir haben hier in den Niederlanden lange diskutiert, ob denn ein Sorgbonus, heißt das hier, also eine Bonuszahlung an die Pflegekräfte durchgesetzt wird. Ich glaube, das ist jetzt durch, aber die ist immer noch nicht erfolgt. Und das Ganze und auch die Erkenntnis, dass die zweite Welle kommt und dass eigentlich wenig getan wurde, wir eigentlich wenig vorbereitet sind oder die gleiche Situation haben wie damals eigentlich. Wir haben also wenig Lehren gezogen. Das hat zu einer Frustration geführt, dass viele zu Hause sitzen mit diesen Burnout-Klachten. Also die haben keine physischen, die sind einfach erschöpft, die sehen den Sinn nicht mehr, die sehen den Sinn ihres Berufsbildes nicht mehr, was ja eigentlich ein attraktiver und wichtiger, schöner Beruf ist, Krankenpflegekraft. Aber das wird eben nicht mehr gesehen. Und das mit einer relativ bescheidenen Bezahlung, das hilft natürlich auch nicht. Sodass die Frage ist, ja, ist dieses Berufsbild noch attraktiv und wozu mache ich das überhaupt? Und das hat für viele eben in diese Leere geführt. Ich weiß nicht, wie viele von denen jetzt noch wieder mobilisierbar sind, wenn es wieder spitz auf Knopf kommt, dass sie doch wieder integrierbar sind. Aber das hat zu dieser Frustration geführt nach der ersten Welle, nicht während der ersten Welle. Während der ersten Welle waren alle an Bord. Das Symptom? Die erste Frage waren jüngere Patienten. Jüngere Patienten, ja.
Wie gesagt, was ist jung? Ich bin 58. Ich betrachte also alles, was jünger ist als ich, als jung, was auf der Intensivstation liegt. Und da waren doch einige dabei, muss ich sagen. Es waren doch überwiegend Risikopatienten, also übergewichtige Patienten, Patienten mit Vorerkrankungen, Lungenerkrankungen überwiegend. Aber es waren eben auch ganz junge. Ich erinnere mich an einen Patienten, 21 Jahre, ein südländischer Patient, der schwerst lungenerkrankt war, der den wir an die ECMO, also an die Lungenunterstützungsverfahren legen mussten. Wir wollten halt alles tun, weil er 21 war. Und trotzdem haben wir den verloren. Ja, also schwerstes Lungenversagen, nicht mehr zu beatmen. Dann steigen die anderen Organe aus, weil man den so aggressiv behandeln muss, dass die Nieren versagen, die Leber versagen und so weiter. Also das trifft auch die gesunden Jungen vereinzelt, das sind Einzelfälle, aber ich kann sie nicht mehr an meinen zwei Händen abzählen. Das sind sicher mehr jüngere Patienten auch, als ich ursprünglich vermutet hatte. Danke. Peter, an dich hätte ich noch eine Frage. Man hört ja, ja, jetzt, dass Österreich der Skitourismus wieder angefangen hat und dass es da wieder zu vielen Partys kommt und Ischgl wohl jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, als abschreckender Maßstab zu dienen. Was sagst du dazu? Wird da irgendwas passieren, dass die Reisefreiheit eingeschränkt wird? Werden die Grenzen nochmal zugemacht? Ist da irgendwas in Planung, falls es jetzt weiter so geht, wie es momentan sich entwickelt? Ja, das sind ja im Grunde zwei Fragen. Also aus meiner Sicht ist es im Moment jetzt für den Monat November sinnvoll, wenn wir in Deutschland nicht reisen sollen, dann sollte man das natürlich auch nicht in andere Gebiete machen, wo sogar eine höhere Inzidenz ist, wo das Virus weiter verbreitet ist als in Deutschland. Also jetzt nach Österreich zu fahren, ist sicherlich ein Problem und würde ich keinem raten. Und da müssen wir möglicherweise auch in Europa noch eine Verständigung darüber finden. Das ist schwer zu verstehen, wenn man in Deutschland Touristen nicht beherbergen kann, dass das dann hinter der Grenze, wo eine höhere Inzidenz ist, trotzdem möglich ist. Das Zweite ist, feiern, wie es in Ischgl passiert ist, wird einfach mindestens das nächste halbe Jahr, vielleicht auch die nächsten 12 Monate, nicht gehen. Und das gilt für Ischgl, das gilt für Südwestfalen, für Ostwestfalen und überall, weil einfach durch das Feiern das Virus besonders stark übertragen wird. Aber ich habe das nicht so verstanden, dass das Konzept für den Winter in Österreich so ist, dass dort der Après-Ski stattfindet, wie er im letzten Winter stattgefunden hat, sondern wenn, und das gilt ja für das Sauerland auch, wenn wir den November jetzt gut überstehen und wir die Inzidenz nach unten bringen, dann ist es aus meiner Sicht möglich, Sport im Freien zu treiben. Und dann ist es meiner Ansicht nach auch möglich, sowohl an der Skihütte in Winterberg als auch bei einem Gastronomen, der das freiwillig anbietet, draußen seinen Glühwein zu trinken und eine Bratwurst zu essen. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir in Ischgl erlebt haben. Also wir müssen nochmal, erstens, das Virus verbreitet sich in geschlossenen Räumen, 18 Mal stärker als draußen. Und zweitens, es verbreitet sich, wenn viele Leute laut miteinander sprechen, laut singen und dadurch sehr viel Aerosole verbreiten. Wenn man zu zweit an der Bratwurstbude steht und seinen Glühwein trinkt, und man mit Leuten zusammen ist, mit denen man sowieso zusammenlebt, dann ist das Risiko eben sehr, sehr gering. Und deswegen, und bei auf der Skipiste hat man halt sowieso Abstand. Deswegen würde ich da wirklich differenzieren. Skifahren sollte im Dezember wieder gehen, sowohl in Österreich als auch im Sauerland. Aber feiern, das wird mindestens ein halbes Jahr in der Form nicht mehr gehen. Und müssen dann im Frühjahr die Situation bewerten, dass man das dann im gesitteten Rahmen wieder anfängt und beim Schützenfest genauso. Im Juni ist es durchaus möglich, einen Schützenzug zu machen und Vogelschießen, aber mit 1000 Leuten in der geschlossenen Schützenhalle und lautes Grölen, das geht halt nicht.
Und was sagst du im Hinblick auf Flugreisen auf die Kanaren? Da sind ja jetzt teilweise die ganzen Flieger schon ausgebucht. Ja, also da kann das, man ist davon ausgehen, dass das ist es ein, da auch wieder hochgeht. Das ist eine pikante Geschichte. Also die Kanaren sind komischerweise jetzt kein Risikogebiet. Die haben es offensichtlich irgendwie im Griff. Die haben eine Inzidenz von unter 50 pro 100.000, also besser als fast alle in Deutschland. Wir haben ja diesen weißen Fleck jetzt im Moment noch im Kreis Soest. Kann sich keiner erklären, warum im Kreis Soest das Infektionsgeschehen so niedrig ist. Alle anderen sind über 50, die Kanaren sind unter 50. Von daher kann man zunächst mal sagen, das passt zu dem Konzept. Da ist wenig Virus. Was ich aber als problematisch ansehe, habe ich auch gestern noch mal mit der Generaldirektorin Gesundheit und mit der Verkehrskommissarin besprochen, dass die Flieger vollgemacht werden. Die Fluggesellschaften sagen, wir haben keine nachgewiesene Übertragung in Flugzeugen. Aber das liegt erstens daran, dass man da nicht so genau hinguckt. Man müsste ja eigentlich dann alle nachverfolgen, die in dem Flieger waren, und gucken, ob die 14 Tage später nicht doch Symptome haben und positiv sind. Und zweitens ist das ja so, dass viele Infektionen einfach nicht nachzuweisen sind. Wir wissen nicht, wo sich 75% der Menschen infizieren. Das waren die Reiserückkehrer, das waren die privaten Feiern. Aber mittlerweile ist das Virus so breit verbreitet in der Gesamtbevölkerung, dass man das nicht mehr in jedem Fall nachweisen kann. Und in dieser Phase halte ich es für problematisch, die Flugzeuge voll zu machen. Die haben eine gute Belüftung, die haben auch Filter, die Viren aus der Luft filtern. Aber das nützt natürlich nichts, wenn direkt neben mir jemand sitzt und der hustet. Und mir hat jetzt jemand noch erzählt, eine Mitstreiterin von der Jungen Union, die war noch in Griechenland vor ein, zwei Wochen, und da werden die Regeln halt auch nicht eingehalten. Die Leute haben keine Maske auf, die sitzen da, obwohl sie husten. Also das ist aus meiner Sicht problematisch. Fliegen sollte, wenn dann, unter strengen Auflagen durchgeführt werden. Und aus meiner Sicht, ich habe schon im Sommer gesagt, ich steige, wenn überhaupt, nur in Flugzeug mit einer medizinischen FFP2-Maske. In so einem vollbesetzten Flieger mit einer einfachen selbstgenähten Maske halte ich für problematisch. Ich habe noch eine Frage an Professor Schern. Andreas Melliber, Radio Sauerland. Herr Professor Schern, wenn Sie vielleicht die Diskussion gestern im Bundestag gesehen haben und die AfD, wie sie sich verhalten hat, was macht das mit Ihnen persönlich, wenn Sie dann wieder in den Dienst gehen und den Alltag sehen in der Klinik? Ja, nun bin ich sowieso kein Freund der AfD, aber und ich habe auch gestern gearbeitet und konnte also die Debatte nicht live verfolgen, aber was ich heute Nachrichten oder Tagesschau gesehen habe davon. Ja, das macht mich verständnislos. Und wie gesagt, ich kann diese Leute nur einladen, mal einen Tag mitzulaufen und zu sehen, was wir hier tagtäglich erleben. Vielleicht öffnet ihnen das die Augen. Dann kann man eigentlich nicht mehr nach Hause gehen und sagen und das Ganze leugnen. Das geht einfach nicht mehr, wenn man es gesehen hat mit eigenen Augen. Das ist ja nicht erfunden. Das ist ja reell. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Und naja, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Ein Nachtrag noch, Herr Dr. Liese. Der Sauerländer geht nicht in die Halle, sondern auf die Halle, wollte ich nur sagen. Okay, ja. Ja, gibt es noch Fragen? Ja, ich hätte noch mal eine kurze Nachfrage, wenn Sie gestatten, Herr Dr. Liese. Arno Fricke noch mal von der Ärztezeitung. Es richtet sich auch an Herrn Professor Scheren. Diese 20% Ärzte und Pflegepersonal, die Sie jetzt schätzen, die in den Niederlanden in Burnout-Syndrome haben oder Erschöpfungssymptome aufweisen und nicht arbeiten können oder konnten, ist das ein europaweites Phänomen oder bleibt das lokal? Haben Sie da Erkenntnisse dazu, Herr Dr. Liese? Ich weiß es nicht, ob das europaweit ist. Nee, das kann ich leider auch nicht sagen. Also werde ich mich gerne nochmal erkundigen. Es wäre natürlich plausibel, dass das vor allen Dingen in den Bereichen ist, wo eine große Belastung war im Frühjahr. Ja. Die hatten wir ja zum Glück in Deutschland nicht. Die wollen wir jetzt auch vermeiden. Aber man müsste sich die Zahlen mal anschauen.
glaube, Herr Praas, mein Mitarbeiter, ist mit drin, dass wir vielleicht einfach mal gucken, wie es in Italien, Spanien, Frankreich und so weiter ist. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es ähnlich ist. Wenn ich da noch was anfügen darf, also ich habe hier auch gestern Abend in der Talkshow hier wieder gesehen, im niederländischen Fernsehen, da wurde auch diskutiert über, wir haben ja schon einen Teil Lockdown, etwas länger als in Deutschland wieder, und die Maßnahmen werden wahrscheinlich weiter verschärft werden müssen, zu einem Total-Lockdown. Und da gab es eben auch die Diskussion, und da wurde gesagt, ja, die Pflegekräfte sind jetzt auch schon wieder am Rande der Erschöpfung. Dass dann aber jemand in der Talkrunde sagte, ja und, dann, das müssen die eben durchhalten, da müssen die eben durch. Das wiegt minder schwer als ein totaler Lockdown, der die ganze Wirtschaft betrifft. Ja, dann muss eben diese Gruppe da eben durch und dann müssen auch eben Tote fallen, die werden dann eben in Kauf genommen. Das ist natürlich auch eine Sichtweise, die hier im Fernsehen, also wie gesagt, verbreitet wurde, aber der ich mich nicht anschließe. Peter, eine Frage. Bitte. Eine Frage hätte ich noch. Was ist, wenn der Lockdown jetzt im November nicht so greift, wie ihr euch das erhofft? Gibt es eine Verlängerung im Dezember? Ist da schon irgendwo die Rede von? Also im Moment halte ich es für ganz wichtig. Jeder kann sich natürlich in seinem stillen Kämmerlein ein anderes Szenario aufs Papier schreiben. Aber ich finde es schon sehr, sehr wichtig, dass sich alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung geeinigt haben auf das, was jetzt vorgeschlagen wurde und ab Montag umgesetzt wird. Und da möchte ich eigentlich nicht mich an Spekulationen beteiligen, wenn sich alle daran halten, glaube ich, dass das hilft. Und es ist gut, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten das in 2 Wochen nochmal bewerten und dann gucken. Und dann kann man natürlich nachsteuern. Und da denke ich, dass man dann bei den älteren Schülern schauen muss. Ein Berufsschüler ist vielleicht mit Online-Lernen weniger überfordert als ein Grundschüler, der zu Hause keine Unterstützung hat. Dann wären solche Dinge in Erwägung zu ziehen. Und Ausgangsbasis der Überlegung muss immer sein, erstens, wo verbreitet sich das Virus? Das ist bei kleinen Kindern offensichtlich weniger als bei Erwachsenen. Deswegen ist Kitas und Grundschulen auflassen erstens verantwortbar. Und dann kommt die zweite Überlegung, was ist für unsere Gesellschaft absolut notwendig? Und da ist sicherlich die Bildung von Kindern wichtiger als das Feiern. Und aus dieser Perspektive muss man das betrachten. Und ich denke, man darf im Hintergrund Überlegungen anstellen, aber für mich ist jetzt wichtig, dass wir das durchtragen, was beschlossen wurde. Das hat Hand und Fuß. Es geht darum, dass wir die beruflichen Dinge aufrechterhalten, dass wir das Bildungswesen aufrechterhalten. Und so bitter das ist für die Unternehmen, die von der Freizeit leben, zum Beispiel Fitnessstudios und Gastronomie. Das ist eine verantwortbare Abwägung, dass man sagt, was wir unserer Freizeit machen, das schränken wir maximal ein. Aber was notwendig ist, um Kindern Bildung zu geben und um das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten, die Wirtschaft in anderen Bereichen. Das heißt überhaupt nicht, dass man da nicht aufpassen muss. Natürlich soll wer immer auf der Arbeit jemand anderem zu nahe kommen, soll eine Maske tragen. Aber deswegen muss man die Betriebe nicht schließen. Und das haben wir auch im Frühjahr nicht getan. Und deswegen, ich finde, das ist ein gutes Konzept. Und es gibt sicherlich noch Nachschärfungsmöglichkeiten, wenn wir in 2 Wochen sehen, dass das nicht reicht. Und wenn es gut klappt, kann man über gezielte Öffnungen relativ schnell diskutieren. Und dann habe ich ja schon Beispiele genannt. Also draußen einen Bratwurst- und Glühweinstand aufzumachen, ist sicherlich eher verantwortbar, als wieder 50 oder 100 Leute in einem geschlossenen Raum feiern zu lassen. Darf ich da noch was zufügen? Vielleicht sollten wir nicht nur immer zu sehr auf die Obrigkeit gucken und was die uns vorschreiben. Oder die haben ja natürlich auch eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin, in deren Haut ich nicht stecken möchte. Lasst uns doch unsere Eigenverantwortung nehmen. Wir selber haben es in der Hand, was noch passieren wird. Wir selber müssen die Maske tragen.
Wir können die Infektionen vermeiden. Wir können unsere Kontakte einschränken. Wir können die Handhygiene durchführen. Das sind Maßnahmen, wenn wir unsere Eigenverantwortung in diesen Dingen konsequent durchhalten, dann ist das ist wirksam. Dann brauchen wir diese ganzen Maßnahmen von der Obrigkeit nicht. Also das ist ein Appell nochmal an unsere Eigenverantwortlichkeit. Lasst uns die nachgewiesenen effektiven Maßnahmen konsequent durchführen. Dann helfen wir auch der Politik, dass die Entscheidungen gar nicht nötig sind, diese drastischen Einschränkungen. Ja, das kann ich nur absolut unterstreichen. Also es gab in den letzten Wochen leider zu häufig die Einstellung, alles was erlaubt ist, ziehen wir auch durch. Und dann ist es natürlich gefährlich, weil der Staat gar nicht alles kontrollieren kann. Und deswegen ist die Eigenverantwortung sehr wichtig. Ich würde vielleicht noch einen Satz sagen, weil das ja in den letzten Tagen auch die Debatte bestimmt hat. Es gab ein Positionspapier von einigen Ärzten, zum Beispiel Herrn Gassen, dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die Maßnahmen sehr scharf kritisiert haben und gesagt haben, wir müssen eigentlich nur die Älteren und die Risikopersonen schützen und dann ist das alles nicht nötig. Also in dem Kollegenkreis, mit denen ich gesprochen habe, gibt es da wenig Unterstützung. Ich glaube nicht, dass die Herren von der KV für die Kassenärzte sprechen. Also die kundigen Thebaner wie Frau Klinkhammer wissen ja, dass die Forderung, die KV abzuschaffen, sehr weit verbreitet ist und die kriegt gerade nochmal Aufwind. Und ich will aber einfach nur sachlich darauf eingehen. Wenn man sagt, die Nachverfolgung machen wir nicht mehr, wie das ja von den Kollegen Gassen und so weiter vorgetragen wird. Und wenn man sagt, wir konzentrieren uns auf den Schutz der Alten, dann haben wir erstens das Problem, es gibt kein Zurück. Wenn das nicht klappt, klappt es nicht. Dann kann man nicht mit der Nachverfolgung wieder anfangen, weil dann einfach zu viele Fälle da sind. Und wir haben Beispiele, zum Beispiel aus Großbritannien, die auf das Konzept gesetzt haben im März und nur 10 Tage später zum Beispiel Pubs geschlossen haben, als wir in Deutschland die Kneipen geschlossen haben. Und das hat zu massiv mehr Todesfällen geführt. Und das Zweite ist eben, was ich auch nochmal im Zusammenhang mit dem erzählen möchte, was Thomas Schern gesagt hat über die Pflegekräfte. Wenn wir die Alten und Kranken schützen wollen, dann geht das ja nur, wenn auch diejenigen, die mit denen zu tun haben, zum Beispiel die Pflegekräfte im Altenheim oder die Personen, die einfach eine ältere Dame betreuen zu Hause, Pflegekräfte oder aber auch Angehörige, die da einfach mal 2-mal in der Woche vorbeischauen, damit die ältere Dame überhaupt Abwechslung hat. Die müssen sich ja alle auch isolieren. Jeder, der mit Alten zu tun hat, müsste sich isolieren, dürfte an dem gesellschaftlichen Leben überhaupt nicht mehr teilnehmen. Und ich halte das für die Pflegekräfte für eine absolute Zumutung. Die müssen die Patienten behandeln, die stehen unter Druck und alle anderen dürfen Party machen, alle anderen dürfen essen gehen und die Pflegekräfte dürfen das nicht. Also das halte ich für absolut zynisch und dass Ärzte das sagen, finde ich wirklich unverantwortlich, weil Ärzte sowieso die Eigenschaft haben, die Pflegekräfte nicht genügend wertzuschätzen. Und dass das jetzt vom Kollegen Gassen und anderen so rausposaunt wird, das finde ich eine Zumutung für die Pflegekräfte. Und es hat nicht funktioniert, weil einfach ja auch die Pflegekräfte zu Hause einfach mit Leuten zusammen sind, die woanders dann wieder unterwegs sind. Wenn wir eine solche Rieseninzidenz haben, wie wir jetzt in Niederlanden und Belgien haben, dann kann man Alte und Kranke nicht mehr schützen. Es sei denn, man sperrt sie weg und man darf sie nur noch durch Schleusen ihr Essen geben. Und ich hoffe, dass das keiner wirklich im Sinn hat, dass wir das jetzt mal noch 8 Monate so durchziehen oder noch länger. Also deswegen regt mich das wirklich auf. Ich finde es unverschämt, was Herr Gassen und andere da ernsthaft in die Bevölkerung posaunen. Hat er das als Privatperson gesagt oder in seiner Eigenschaft als Vorsitzender? Ja, das habe ich halt immer noch nicht verstanden. Ich habe gestern eine Videokonferenz gehabt oder vorgestern mit dem Brüsseler Büro und die haben ihn zumindest verteidigt. Also es scheint irgendwie die Devise der KBV zu sein. Und ich bin einfach sicher, dass das die niedergelassenen Ärzte in Deutschland anders sehen. Und, das ist ein Papier der KBV-Vorsitzenden plus Herrn Professor Streeck und Herrn Professor Schmidt.
Canafit. Ja, und aber nicht in der Eigenschaft. Gibt es da irgendwie Beschlüsse von der KBV oder ist das eine persönliche Meinung? Kommt nicht aus der Vertreterversammlung der KBV, sondern von den Vorständen. Ja, dann wird es sicher höchste Zeit, dass das da auch mal diskutiert wird. Weil ich habe nicht den Eindruck, dass es die niedergelassenen Ärzte in Deutschland so generell teilen. Ja, gibt es noch Fragen? Vielleicht nur eine kurze Frage, Herr Dr. Liese, sind Sie dafür, dass diese Diskussion mehr im Parlament stattfindet oder in dem kleinen und flexiblen Kreis der Ministerpräsidenten und Regierung? Also ich finde Diskussion wichtig. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass eine ganz große Mehrheit der Abgeordneten im Deutschen Bundestag diese Maßnahmen unterstützt. Ich habe nur den Kollegen im Bundestag auch geraten, jetzt langsam zu einem Konzept überzugehen, wo sie sich weniger persönlich treffen und mehr mit Videokonferenzen. Wir machen das seit März. Wir haben seit März im Europäischen Parlament die Möglichkeit, elektronisch zu debattieren und abzustimmen. Und das funktioniert gut. Wir haben ja am Montag hier mit einigen gesprochen über die gemeinsame Agrarpolitik. Und wir haben da entschieden und diese Beschlüsse gelten. Und deswegen glaube ich, auch bei dem Infektionsgeschehen in Berlin wäre es gut, wenn man sehr viel mehr elektronisch durchführt. Das ist von der Geschäftsordnung des Bundestages noch nicht vorgesehen. Aber mein dringender Rat, das habe ich auch den zuständigen Kollegen gesagt, wäre, dass die Geschäftsordnung so schnell wie möglich geändert wird, damit man eben diese Debatten führen kann. Und rechtlich ist es ganz klar, der Bundestag hat im Frühjahr Gesetze beschlossen, die der Bundesregierung entsprechende Maßnahmen ermöglichen. Und genauso ist es auch in allen Landtagen. Und der Ralf Brinkhaus hat es gut zum Ausdruck gebracht, die Frage, ob sich 10 oder 15 Personen treffen, die muss nicht im Bundestag diskutiert werden, sondern das ist dann eine Einzelfallentscheidung der Regierung. Aber die Grundfrage, dürfen wir eingreifen, weil es eine gefährliche Infektionskrankheit ist, die muss der Bundestag entscheiden. Die hat er entschieden, befristet. Und wenn die Befristung ausläuft, muss er es wieder entscheiden, wenn die Situation nicht durchgehend besser ist. Also es gibt eine parlamentarische Demokratie. Das wird nicht immer so wahrgenommen. Und vielleicht hat Frau Merkel da auch nicht in jeder Situation ausreichend klargemacht, dass es natürlich auf der Basis der Beschlüsse des Bundestages ist. Aber es ist rechtlich absolut sauber. Und wenn darüber mehr diskutiert wird, ist das für mich völlig in Ordnung. Es ist aber auch sehr wahrscheinlich, dass die Kollegen im Bundestag am Ende nicht sagen, es war alles Unsinn, sondern dass das die große Mehrheit unterstützt. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, jetzt muss ich mal schauen. Ist der Thomas Scheren rausgeflogen? Doch, da ist er noch. Ja. Nee, ich bin auch da, aber ich habe Probleme mit der Verbindung gehabt und da habe ich mein Video mal ausgeschaltet. Ah ja. Bessere Bandbreite zu haben hier. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen, aber vor allen Dingen bei Thomas Scheren. Er hat ja geschildert, dass er in der Tat keine Langeweile hat, hat ja auch eigentlich einen ganz anderen Job als Professor und Anästhesist. Aber ich fand es sehr wichtig, einfach mal aus erster Hand das zu hören, weil mich persönlich das schon im Frühjahr bewegt hat und in den letzten Tagen nochmal deutlich.